Gut, liebe Gemeinde, ein paar Sekunden weg gewesen. Okay, diese scheiß Mission. Warum, Spiel, so sage es mir. Ich glaube, wir müssen trotzdem zuerst expandieren, bevor wir uns um Baumaterial und Wirtschaft kümmern. Aber warum, so sage mir, Spiel, folgendes. Wir machen mal was anderes. Wir probieren das mal darüber. Flagge da. Flagge da. Straße geht nicht dahin, weil Spiel ein Arschloch ist. Das können wir gleich nachreichen. Ich schreibe, also können wir gleich ein bisschen rekonzipieren. Aber. Auch die Straße können wir nachher rekonzipieren. Für den Mensch. Den könnten wir anschließen, will ich aber gerade noch gar nicht. Wir haben nur zwei Bauleute. Richtung Süden, Expansion kann ein bisschen warten, die ist nicht so wichtig. Da haben wir ein bisschen Frieden. Dann planen wir hier unseren Fischer schon mal ein. Für nachher. Der Fischer kommt noch hier hin. Und dann wollen wir mal sehen. Ich weiß, ich habe jetzt einen großen Bauplatz damit vernichtet, aber das Teil wird schneller fertig. Das heißt, wir können vielleicht schneller hier eins hinsetzen. Und das hier kann weg. Wird vielleicht gar nicht immer gebraucht. Wir müssen immer noch am Anfang schnell expandieren. Das ist leider der Schluss, zu dem wir gekommen sind. Mist, ich habe was vergessen. Soldaten. Minimum. Okay, die nächste Baracke direkt nach hier hin. So. Da können wir schon eine Flagge für später sparen. Wenn der Baumeister noch unterwegs ist, können wir hier was hinsetzen. Das wird gebaut, das wird gebaut. Ich sichere das mal unter 13, damit wir die Brücke hinter uns verbrennen. Es geht nur noch voran. Nicht zu viele Gebäude bauen. Immer nur maximal zwei Baustellen gleichzeitig am Laufen haben. Ansonsten stagniert das ganze Zeug und die Baumaterialien werden zu Dingen geliefert, wo sie nicht gebaut werden. Ich meine, wir können mehr Baustellen auf einmal bauen, klar. Aber wir dürfen sie noch nicht anschließen. Hierhin das Sägewerk bauen. Das wäre zu weit. So weit gehen wir mal nicht. Wir gehen so weit. Haben wir hier noch Platz für eine Burg, nehme ich an? Nein. Eventuell nicht effektiv durchdacht. Vergessen wir den hier. Ich möchte hier oben noch eine Burg im Norden auf jeden Fall haben. Die werden wir brauchen. Wenn es an die Offensive irgendwann geht. Brenn schneller ab! Oh Gott, wie lange braucht das? Also, ich möchte hier für später die Burg einplanen. Die wird noch nicht angeschlossen. Dann ist hier kein Platz für die Baracke. Da auch nicht. Hä? Wirklich nicht? Dann brauchen wir die Baracke hier. Sofort die ganzen Träger mitschleppen. Denn der Feind will hier schon seine Baracke bauen, das wissen wir. Ja, wir wissen, dass hier der Fischer hin soll. Ich kann die Straße trotzdem schon mal nach da hinziehen, nicht wahr? Ja. Den unten müssen wir nicht anschließen. Oh nein. Soldaten, Soldaten, Soldaten. Wir verlieren das hier. Du Arsch, wir laden.
Oder wir starten gleich neu. Yep. Kalina ist nicht freundlich zu uns. Gibt es irgendwas, wie wir das hier beschleunigen können, damit das Material schnell da ankommt? Nö. Es gibt legitim gar nichts, was wir dafür tun können. Denn die baut jetzt ihre Baracke, obwohl wir zuerst anfangen mit der ganzen Produktion. Wieso kommt das Baumaterial so viel schneller raus als bei uns? Ne, wirklich, wieso kommt das Baumaterial so viel schneller raus? Sind so Straßenplacement scheiße gewesen? Ich will das gerade mal kurz durchlaufen lassen, um zu sehen. Okay, jetzt sind wir vielleicht... Jo! Okay, es war purer Zufall. Purer Zufall. Das war RNG. Okay, ich verstehe, wie es ist. Ich sehe, wie es ist. RNG, das hat, also hat seine Finger im Spiel. Ich wollte schauen, ob irgendein komisches Muster dabei war. Aber das Baumaterial kommt nicht schneller raus, weil mehr rausgetragen werden muss. So. Hier, das wird vor uns fertig werden. Da mache ich mir gar keine Hoffnung. Deswegen setzen wir da hin. Planen hier für später unsere Burg ein. Schicken sofort einen Haufen Flaggen hier hin. Okay. Zwei Dinge werden gerade aktuell gebaut. Mehr können wir nicht. Die ganzen Bordwege sind aber auch schon wirklich kacke gebaut. Diese Straße ist unzufriedenstellend. So. Wir können schon mal Baumaterial da hochtragen. Letzte ist hier oben. Weiter gehen wir nicht. Diesmal wirklich. Des Weiteren darf ich nicht vergessen, wir müssen durchgehend Soldaten rekrutieren. Dann für hochkalibrige Soldaten für die Verteidigung haben. Können wir 14 Leute machen, dann machen wir 14 Leute. Das sind die Leute, die, glaube ich, warten und rekrutiert werden können momentan. Halt. So. Okay, das ist rechtlich fertig. Nein, ist nicht. Doch ist es. Tatsache. Hier oben ist Gold. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir brauchen das. Wir wollen das Gelände da oben. Verdammt. Ich möchte wissen, was wir hier rausziehen können. Wenn es hier auch Gold gibt, dann spielt das keine so große Rolle. Ach du Miststück! Du elendiges Flittchen! Du unglückliche Dirne einfach nur! Nein!
So, ich denke, wir sind jetzt nämlich echte Sachen bauen, die wir nutzen können. Denn wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele Bretter irgendwann. Oh doch, gar kein Problem. Mehr Soldaten. Okay. Ich speichere nochmal über die 13. Und dann wird es Zeit, dass wir echte Sachen bauen. Wenn wir hier unten in den Bergen irgendwo Gold finden, dann ist es auch in Ordnung. Also, hier ist eigentlich eine wunderbare Stelle für Baumaterial. Hier ist aber wahrscheinlich eine noch schönere Stelle. Weil das ganze Gebiet ist sehr uneben, wie wir sehen. Hier kommt das Sägewerk hin, oder eines. Zeit. Hier in diesen Hängen werden wir nicht großartig viel anderes aufstellen können. So. Und das ist unglücklich. Macht man nichts. Schließen wir die Holzfäller aneinander an. Hier oben ist auch ein wunderbares Gebiet für Holz, für eine Holzproduktion. Die bauen wir noch nicht sofort, aber die planen wir schon mal ein. So, andererseits, ja gut, hier wird die erste gerade gebaut, deswegen brauchen wir auch keine weitere. Deine wiederum brauchen wir, also lassen wir hier schon mal einen Steinmetz hinsetzen, der die ganzen Steine hier loswerden kann. Das Gebiet hier nutzen wir dann für unsere ganzen wichtigen Schmelzen, Waffendinger. Kohle. Ja, das wissen wir. Doch, wussten wir. Gold war die Frage, die wir nicht wussten. Wo wollen wir Gold herbekommen, wenn nicht von da oben? Eine Baracke? Sieht sehr ungünstig barackig aus. Yep. 35 und dann alle raus. Haben wir alles schon auf Minimum gestellt? Noch nicht. Okay, alle raus aus der Festung. Geht ins Lager, geht euch durchrekrutieren. Übrigens, die Starken gehen in den Garten. Fischhütte können jetzt hier hin. Für später. Also die wird schon gebaut werden, aber kann schon für später da eingeplant werden. Wir haben erschreckend wenig Flaggen hier rumstehen. Wo wird der effektivste Teil für die Nahrungsmittelproduktion sein? Wahrscheinlich hier, in der Mitte. Da wird Kalina aber recht schnell hin expandieren, nicht wahr? Wenn wir hier den Platz irgendwie freigeholt bekommen, können wir hier unsere Getreidefarm aufstellen. Hier könnte sich auch ein Platz bilden. Müssen wir sehen. Oh, wir haben aktuell 3 von denen. Die Straße hier hatten wir eingestampft, ich erinnere mich.
Okay, wir können hier einen Schlosser planen. Muss noch nicht gebaut werden, kann aber schon mal geplant werden. Okay, das Teil ist nicht mehr in Gefahr, angegriffen zu werden. Schön. So, wie geht's unseren Soldaten? Okay, die werden langsam ausgebildet. Ich will nicht mehr mit Kalina spielen. Sie ist gemein. Sie zieht immer an den Haaren. Sie kratzt und sie spuckt und sie beißt. Das ist nicht nett. Und sie benutzt immer böse Fluchworte. Also, ich bin froh, wenn wir sie ermorden. Nipp. Können wir gerade irgendwas tun, außer auf Schub zu drücken? Ich bin mir nicht sicher, deswegen speichere ich. Zicke. So. Verdient sie. Schub! Levelt euch hoch, Leute. Was? Achso, der ist das. Ich dachte schon, wer klöppelt hier gerade in der Gegend rum? So, wir wissen, dass es hier hinten Eisen gibt. Wir sollten vielleicht in die Richtung des Eisens auch mal gehen, damit wir es holen können. Okay, da sind die ganzen großen Gebäude. Sind immer noch da. In Ordnung. Alles richtig gemacht. Und das schließen wir jetzt an. Was war das Sägewerk? Das da ist das Sägewerk. Nein! Du mieses Stück! Mieses Stück! Mieses Stück! Bin so wütend, dass ich wieder ruhig geworden bin. Miststück. Mach das nicht nochmal! Das ist, okay, das ist so ein, das ist volle Front, volle Front. Ich glaube, wir haben sogar keine hintere Front momentan. Also das sind Sachen hier unten, die brauchen wir nicht. Geht auf Mittel. Wenn ihr müsst, geht auf Mittel. Ihr... Levelt euch hoch! Wir brauchen bald eine Wachablösung. So. Kein Wort. Ich darf nicht lachen. Wenn ich lache, dann, fange ich an zu husten und zu pusten.
Was? Haben wir irgendwas verloren dadurch? Nö, dann fahr zur Hölle. Ich mag sie nicht. Ich will Gold. Borte Goldschmelze. Versorgt also mit dem bisschen Rohgold, das wir haben. Wow, danke, 6. Schön. Des Weiteren. Wie viele Fische haben wir inzwischen? Ach ja, praktisch gar keinen. Danke. Danke, Fischer. Ach ja, ich erinnere mich. Hierhin wollten wir expandieren. Dann haben wir es mit Mühe und Not geschafft, um die ganzen Sachen hier drumherum zu manövrieren. Hat uns keine Baustelle gekostet. Sehr gut. Dann war der Plan für später, so oder so, hier unsere Erzschmelzen zu setzen und hier unsere Waffenschmiede. Wisst ihr was? Die Waffenschmiede bauen wir jetzt schon. Aus Gründen. Wie viele Waffen haben wir noch? Nicht mehr viele. Dann sichern wir nochmal. Was soll das nochmal heißen? Wie nennen wir das? Nicht nochmal. Nochmal. Erkennbar genug, was soll's. Das funktioniert, das funktioniert. Okay. Hier oben können wir Steine herzimmern. Okay, das Gelände hier ist wunderbar für unsere Getreidefarm. Wenn es ein bisschen freigerodet wurde. Hier ist sehr schön. Wir können hier schon mal die Getreidefarm planen. Alle beide. Die bauen, die Bäckereien kämen dann nach da oben hin. Nicht nach dahin. Das ist blöd. Dahin? Von mir aus auch noch dahin. Nein. Ah, gut. Cool. Von mir aus noch dahin eine der beiden verdammten Bäckereien. Nein, ich muss die Bäckereien wieder finden. Die Mitmachmühlen kommen dann hier rüber. Wer? Brav. Schick ein paar Geologen los. Ich glaub, einen können wir noch expandieren, oder? Etwas nach hier hin. Hoffentlich. Und dann setzen wir mal ganz kurz einen Geologen los. So.
Okay, wir können hier hinten noch ein bisschen expandieren. In diesem Bereich müssen wir noch. Und wisst ihr was? Der See kann zur Hölle fahren. Gib mir noch mehr Fisch. Mir egal, wie wir den zusammenbekommen. Setz den Fischer so weit es geht weg von Kalina. Wir wissen, sie greift gerne alles an, was irgendwie einen Fischer beinhaltet. Sie präferiert Nahrungsproduktion. Die müssen wir so weit es geht von ihr fernhalten. Kein Wunder, dass sie hier angegriffen hat. Wir haben einen Fischer hier in der Nähe. Natürlich muss sie uns direkt ans Bein pinkeln auf die Art und Weise. Wie unerzogen. Bauen wir gerade irgendwas effektiv? Ja, das. Nein. Ah, wisst ihr was? Sei es drum. Schließ die Schmelze an. Mach das einfach. Hat der Fischer bisher irgendwelchen Fisch beschafft oder eidelt er der Gegend rum? Verarschen wir nicht, okay? Das wollen wir ja nicht. Na, in dem verdammten Fall. Haben wir Platz für eine Flagge hier? Ach, das ist doch wohl mal wieder. Wie schön. So. Ja, wir können die so miteinander verbinden. Okay, Eisen. Wie wir schon wussten. Wie wir schon wussten, haben wir hier hinten Zugriff auf zwei Eisenminen. Mindestens. Ach, noch mehr Eisen. Ja, das ist natürlich Kacke. Was? Oh, okay, wenn das gebaut wird, kriegen wir ein bisschen was in dem Gold ab. Das müssen wir sofort aus dem Berg ziehen. Also ganz vergessen, dass wir hier oben auch noch am Bauen sind. Ich würde sagen, unsere Kohleversorgung ziehen wir am liebsten von hier. Ist am sichersten. Normale Geschwindigkeit, bitte. Aus Gründen. Hier möchte ich eine Abkürzung drüber ziehen, über die man Truppen bewegen kann. Hier kommt eine Baracke vor. Ja, die werden nicht grenzen. Niemals. So was von aufs Maul, sobald das passiert. Wir müssen noch näher. Wir haben keinen effektiven Zugriff auf das Gold. Pass. Truppen sind unterwegs. Voll. Wo greift sie an? Wo greift sie an?